Also, ich komme aus Thailand, habe da 15 Jahre gelebt, bin Mönch, fast seit 15 Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen was vom Buddhismus Ahnung habt, von der thailändischen Tradition, aber im Moment gibt es ja noch einen Meister, einen großen Meister, der heißt Thanachart Mahabor, an dem sein Schüler war. Mönchsleben ist nicht einfach. Sag doch auch nicht. Nein, ich sag nur, es ist nicht so einfach, es ist nicht so angenehm, wenn man sich das denkt oder vorstellt. Und ich war ja vorher in Europa. Es gab mir einen guten Eindruck. War mit einigen bekannten Lehrern in Europa zusammen. Hab das da mal gelernt. Wimmerler Kulbart ist einer meiner ersten Lehrer gewesen, die mich dem Dhamma näher gebracht haben. Einen, den ich sehr respektiere, falls euch ein Begriff ist. Und dann war ich bei Ayakema 2 Jahre und habe so im Laufe der Zeit, wo ich in England gewesen bin, einige an damals Meditationsgrößen oder Meditationslehrer kennengelernt. Zum Schluss musste ich feststellen, um den Weg jenseits von Gier und Hass gehen zu können, muss ich doch nach Thailand gehen zu Meistern, die diesen Weg schon gegangen sind. Und da bin ich eben bei Thanachart Mahabor gelandet. Und der hat mich erstmal umgebaut. Der hat erstmal das Ganze, was ich in den 6 Jahren in Europa gelernt habe, an Dhamma und Buddhismus, hat erstmal, stimmt nicht. So kann man das nicht sehen, so kann man das nicht sehen, so ist das nicht richtig, so ist es nicht der Wahrheit entsprechend. Es hat diese Umprogrammierung, oder manche können dann sagen, auch Gehirnwäsche, hat dann 2 Jahre lang gedauert, bis ich dann bereit war, das neue Dhamma aufzunehmen, das Dhamma, der im Grunde genommen der Theravadas oder der Älteren, das Dhamma, das nach dem Ende führt, das Dhamma, das zu Nibbana. Und das ist was anderes, als wir die meisten von uns vorstellen. Und das ist schwierige Arbeit. Das sind teilweise 18 Stunden am Tag Meditation, von morgens bis abends. Die einzige Ausnahme ist dann, dass wir mal auf Almosen gehen, ne, und wenn wir unser Essen haben. Selbst wenn das Essen zu reichlich ist, der Thanachart gibt uns nicht genug Zeit, um das genießen zu können. Nach 10 Minuten oder 15 Minuten ist Schluss. Und wenn wir nicht genug gegessen haben, dann müssen wir halt an den restlichen Tagen mit ein bisschen Hungergefühl umgehen können. Es ist ein sehr striktes, oder es war ein sehr striktes Kloster. War, weil Thanachart einfach nicht mehr die Kraft und Energie, man muss sich überlegen, er wird jetzt dieses Jahr 97, das ist kein junger Geist mehr oder kein frischer Körper mehr. Aber als ich noch ankam, war er noch recht kräftig. Da war er nämlich gerade mal 80 oder 81. Und da ist er 3-mal am Tag vorbeigekommen bei unseren Kuttis und hat geschaut, ob wir auch praktizieren. Hat uns 3-mal angetroffen, wo wir nicht praktiziert haben. Hat er nur einen Weg rausgezeigt. Da ist der Weg raus, ne? Wenn ihr nicht wollt, wenn ihr nicht praktizieren wollt, dann könnt ihr gerne irgendwo in ein anderes Kloster. In Thailand gibt es so viele Klöster, die nehmen euch sicherlich gerne auf. In vielen der Klöstern habt ihr dann sogar noch Fernseher und Videos und so weiter, Telefone, aber bei mir gibt es das alles nicht. Müsst ihr euch selber entscheiden, wenn ihr da bleiben wollt, dann macht ihr das, was ich sage. Und das ist praktizieren. Das heißt, zu sitzen und zu gehen. Zu sitzen und zu gehen. Und das den ganzen Tag lang. Von morgens bis abends. Und wenn man das mal 15 Jahre lang gemacht hat. Aber das war ja eigentlich auch der Grund, warum ich nach Thailand gegangen bin. Weil nirgendwo, weder in den Klöstern in England oder auch selbst bei Ayakema, konnte ich praktizieren. Da war ja 1 oder 2 Stunden am Tag Praxis, na, und der Rest war Arbeit. Dieses Projekt, jenes Projekt und so weiter. Und was ich wollte eigentlich den ganzen Tag praktizieren. Und aus diesem Grund war das natürlich das Optimale.
Du bist in ein Kloster gekommen, wo du 18 oder 20 Stunden am Tag praktizieren konntest. Ohne Unterbrechung, niemand hätte gesagt, jetzt eine Stunde und dann eine Stunde und dann eine Stunde, sondern du bist im Grunde genommen für dich allein gelassen worden, musstest Selbstdisziplin üben und hast halt dann angefangen, nach dem Essen so viel zu praktizieren wie möglich. Ne? Bist halt 3 Stunden Chongkong gegangen und dann bist mal wieder 1 Stunde gesessen oder manchmal morgens bin ich 9 Stunden gesessen und bin halt dann nicht zum Essen gegangen und dann hat man dann wieder Chongkong und dann ist man wieder gesessen und irgendwann gewöhnt man sich daran. Und das war für mich jedenfalls große Freiheit. Deswegen habe ich das geliebt. Ne? Andere haben das befürchtet oder gefürchtet, weil das ist dann doch zu viel und besser. Ne? Man muss das doch alles mit Maß nehmen. Also 1 Stunde, 2 Stunden am Tag, ja, okay. Ne? Morgen und Abend, das reicht vollkommen aus. So. Ich weiß noch nicht, worüber ich spreche. Das hängt dann auch immer von den Leuten ab. Das ist ja schon interessant, wie man dazu kommt. Was, wie man zu was kommt? Zum Menschsein, das Leben, wie man das... Ja, das, weißt du, das eine, im Grunde genommen, man kommt zum Menschsein oder zur Praxis über die erste edle Wahrheit. Dukkha. Und Dukkha ist nicht nur Leiden, es ist eine falsche Übersetzung, die hier also ständig hochgeladen, weil die Leute leiden ja nicht. Also wer sagt denn von sich, dass er leidet? Die Kleine leidet auch nicht, oder? Leidest du? Nein. Sie ist die meiste Zeit glücklich. Aber manchmal ist er halt unzufrieden. Oder manchmal ist er rastlos. Oder manchmal ist er sehr langweilig. Und das ist nämlich alles Dukkha. Langeweile. Unzufriedenheit. Einfach nicht gut drauf sein. Das ist ja alles schon Dukkha. Das ist ja schon die erste edle Wahrheit, von der der erhabene Buddha spricht. Ne? Und dann, da ist jeder hat sein Schärflein da zu tragen. Ja, im Grunde genommen, wenn wir als Menschen glücklich sind, oder die meisten von uns, wenn sie glücklich sind, dann haben sie mal 5 Minuten am Tag ein Glücksgefühl gehabt, ne? Und da halten sie sich den restlichen Tag damit auf. Das macht im Grunde genommen, wie die Engländer sagen, das macht ihren Tag, ne? 5 Minuten, ne? Da hat man eine schöne Begegnung am Tag, 5 Minuten, und dann ist der ganze Tag, läuft er einfach wirklich so schön ab, ne? Haben wir diese 5 Minuten nicht am Tag? Und dann ist es, dann sind wir down, wie man das so schön sagt. Und dann muss man sich mal das überlegen. Gerade mal 5 Minuten, wirkliches Glück, ne? Eine glückliche Begegnung oder eine glückliche Zusammenkunft, ne? Kann schon unseren Tag verändern. So wie die Sonne, wenn sie einmal am Tag scheint und sonst regnet, dann macht das auch schon was. Und das ist alles, was wir haben. Da halten wir uns dran aufrecht. Und den Rest des Tages haben wir mehr oder weniger immer Dukkha. Immer irgendwo Unzufriedenheit, immer irgendwo Rastlosigkeit, immer irgendwo unbequemlich. Ja, das ist unbequemlich, das ist unbequem. Jetzt gehe ich was trinken, jetzt gehe ich was essen, jetzt gehe ich dies und da, 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 da. Und unser ganzer Tag läuft ab. Von einer Rastlosigkeit in eine andere. Und dann manchmal ist es gar nicht die Rastlosigkeit, sondern es ist einfach pure Langeweile. Wen ruft man jetzt an? Ne? So. Und dann ist unsere Langeweile fort und wir denken, wir sind schon wieder gut drauf. Und dann rufen wir den an und dann von dem rufen wir den an und so weiter. Oder dann schauen wir den Fernseher an oder lesen die Zeitung oder beschäftigen wir uns mit diesem oder jenen oder die Jungen, die hören Musik oder die haben ständig ihren MP3-Player in den Ohren drin, was auch immer sie tun und kriegen im Grunde genommen die ganze Welt nicht. Oder die anderen, die sitzen an ihrem Computer und vergessen die Welt außenrum. Ja. Und das ist nicht. Und das ist so typisch, ne? Ja, und was kriegen wir denn eigentlich von der Welt mit, ne? Überhaupt nicht. Was wissen wir denn über uns? Was verstehen wir denn von uns? Wer sind wir eigentlich? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wer sind wir? Die Frage stelle ich jede Woche meinem Therapeuten. Ja. Und dann, jetzt weißt du, ich sage dir gleich die Antwort, wer wir sind. Wir sind die Kilesas. Was heißt Kilesas? Kilesas sind die Fänge von Avijja. Was ist Avijja? Ist die Blindheit.
Es ist die geistige Blindheit, nicht die Verblendung. Avijja übersetzt, wenn man jetzt wirklich das wirklich übersetzt, heißt nichts anderes als nicht verstehen, aber verstehen wollen. Nicht wissen, aber wissen wollen. Das ist Avijja. Und wenn man anschaut, wenn man zum Beispiel den ersten Satz der Paticca, also der bedingten Entstehung schaut, Avijja Pataya Sankara, Avijja ist die Kondition, dass alle Phänomene in diesem ganzen Universum entstehen. Und deswegen sind wir. Und wir sind nichts anderes. Was wir als uns bezeichnen, ist nichts anderes als eine Form oder eine bestimmte Form von Avijja. Das sind wir. Und Kilesas personifizierte Kilesas. Also Persönlichkeit, ich, ist nichts anderes als die Kilesas. Und das ist natürlich sehr schwer zu glauben. Weil die Kilesas, wenn man das, die sind natürlich auch aufs Deutsche oder ins Englische übersetzt worden, und da heißen sie nämlich so schön, geistige Verunreinigung. Die Kilesas. Ja. Kilesas heißt es. Geistige Verunreinigung. Kilesas ist Pali. Wir benutzen im Grunde nur im Theravada nur die Pali. Ja, klar, aber Klesha ist dann das ja. Ja, wahrscheinlich der Sanskrit-Begriff. Ja. Die kenne ich nicht, na, da bin ich nicht. Nee, gut. Ich bin überhaupt nicht im Pali gut. Ne? Ich kenne nur 5 oder 10 Begriffe. Aber, ja. Wo? Kilesas, was? Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach, im Deutschen oder im Englischen werden sie dann als geistige Verunreinigung benutzt. Ne? Und geistige Verunreinigung heißt ja im Grunde genommen nicht viel. Ne? Ist ja nichts Schlimmes. Ne? Und man hat ein paar. Ne? Aber dass wir im Grunde genommen alles, was wir denken, was wir sind, nichts anderes als diese geistigen Verunreinigungen sind, wenn man sich überlegt, was das Ziel des Buddhismus ist, vom Selbst wegzukommen, selbstlos zu werden, dann muss doch das Selbst alles aus Avijja entstanden sein. Und das, was selbst los ist, was kein Selbst mehr hat, was kein Ego mehr hat, was kein Ich mehr hat, ist das, was dann als Nibbana bezeichnet wird, als der freie Mensch. Ich benutze inzwischen den Begriff Erleuchtung nicht mehr, weil hier in Europa gibt es so viel Erleuchtete, so viel größere Leuchten und so viel dunklere Leuchten, dass das im Grunde genommen der falsche Begriff ist für Nibbana. Nibbana im Grunde genommen, wenn man das übersetzt, dann heißt es Erlöschen. Und das heißt Erlöschen von Dukkha. Und das heißt nicht nur Erlöschen von unserem Leiden, sondern Erlöschen von jeglicher Rastlosigkeit und auch das Erlöschen des Iches. Des Egos, das uns nur in Schwierigkeiten bringt. Aber im Moment sehen wir das natürlich nicht, weil man, es ist im Grunde genommen auch sehr schwer zu sehen. So, wenn man diese Grundbegriffe, ne, der geistigen Verunreinigung, was auch immer sich da mal vorstellt, dass man hat welche oder man hat nicht welche, dass wir im Grunde genommen unser ganzes Ego, was auch immer wir denken, was auch immer wir sind, was auch immer wir fühlen, die Kilesas sind, oder die Kilesas die Macht über uns haben, und dann können wir uns ungefähr des Ausmaßes unseres Dilemmas vorstellen. Und alles, was wir nicht sind, das können wir im Moment noch. Weil das verbirgt alles. Avijja wird ja auch als Blindheit manchmal dargestellt. Und im Grunde genommen ist es die Blende, die unser Citta, das Citta ist das, was übrig bleibt, abblendet. Oder verblendet. Das Citta ist da. Es ist wie ein Edelstein oder wie ein Juwel, der ein extrem grelles Licht hat. Und da ist Avijja davor und es ist die Blende und da wird alles wie durch einen Projektor durchgeblendet. Und das, was wir sehen, sind im Grunde genommen die Projektionen von Avijja. Was wir in der Welt feststellen, was wir in der Welt sehen, erkennen, fühlen, tasten, riechen, schmecken, sind immer die Projektionen von Avijja. Von dem Licht, von unserem Citta, durchgeleuchtet durch Avijja. Und das ist das, was wir sehen, fühlen, denken, hören, riechen, schmecken, tasten und so weiter.
Interessant. Das ist mal eine ganz andere Art und Weise, mal das Dhamma darzustellen. Es ist ein Dhamma, das man normalerweise nicht hört. Und dann Ajahn Mahabodha spricht sogar in Thailand davon, dass diese Art von Dhamma, die hört man sonst nicht. Weil es ist das Dhamma von seinem ehrwürdigen Lehrmeister Lumphun Man, der im Grunde genommen die ganze Tradition, die Tudong-Mons, Wanda-Asketen und so weiter begründet. Gut. Aber jetzt müssen wir dann schauen, okay, das ist jetzt alles mal erstmal ist das, mag das vielleicht Theorie sein oder das mag Informationen sein, aber mit denen können wir im Moment nicht sehr viel anfangen. So. Wie kommen wir hin, dass wir das sehen, was ich jetzt gerade erzählt habe? Wir schließen unsere Augen und schauen nach innen. Weil Buddhismus ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Religion. Religere heißt nämlich sich auf das Innere oder auf sich selbst zurückbeziehen. Das deutet immer nach innen. Und da schauen wir hin. Wir schauen nach innen und wir schauen nicht nach außen. Das heißt, wenn wir nach außen schauen, sehen wir die Projektionen von Navicha. Wenn wir nach innen schauen, können wir das Chitta erkennen. Und das ist das Erste, was wir jetzt mal versuchen zu sehen. Und es ist im Grunde genommen ganz einfach. Du brauchst nicht aufschreiben, du kannst dir den Vortrag dann abholen. Das lenkt nämlich ab. Das lenkt ab, ne? Es lenkt dich ab, nicht mich, ne? Wenn ihr versucht, einen Vortrag zu hören, ne? Je tiefer er wird, ne? Am Anfang ist er ein bisschen an der Oberfläche, aber langsam geht er dann tiefer. Und wenn ihr dann die Augen schließt und dann zuhört, ne, dann kriegt ihr viel, viel mehr mit, ne? Als wenn ihr euch versucht, es ständig zu erinnern zu wollen. Was hat er jetzt gerade gesagt? Das war jetzt wichtig, das war jetzt wichtig. Und im Grunde genommen habt ihr dann vom Vortrag nichts mehr mitgekriegt. Ne? So geht es aber auch mit dem Lesen. Ja, mit dem Lesen ist es genau dasselbe. Wir werden ständig abgelenkt, ne? Und das führt genau wieder darauf hin. So, das Erste, wir machen unsere Augen zu und wir konzentrieren uns auf das Innere. Versuch mal, die Beine nach hinten zu tun, bitte. Wir konzentrieren uns nach innen. Und was wir lernen jetzt am Anfang, ist einfach nur pure Konzentration. Und das ist keine einfache Arbeit. Die Anleitung ist primitiv. In anderen Worten, Grunds einfach. Das Einzige, was wir machen, also es gibt zwei Möglichkeiten, das eine Panasati, man konzentriert sich auf die Nasenspitze und erfährt dort den Einatmen und den Ausatmen. Weiß, der Einatmen ist reingekommen, weiß, der Ausatmen ist rausgekommen. Das ist für Leute, die nicht viel denken. Für Leute, die viel denken und die ständig mit dem Kopf irgendwo da sind oder dort sind, da gibt es eine andere Möglichkeit. Da gibt es nämlich das Wort, die mentale Wiederholung des Wortes Buddha. Buddha, 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 Buddha. Und je schneller wir denken, umso schneller repetieren wir das Buddha. Dass wir gar nicht auf die Idee kommen, irgendetwas anderes auch nur ja zu denken. In dem Moment, wo wieder ein Gedanke reingekommen ist, Buddha, 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 Buddha. Und da kommt man nämlich ganz, ganz schnell zur Ruhe. Aber wir dürfen halt nicht dem Gedanken folgen oder dem Gedanken. Wir dürfen nicht der Erinnerung folgen oder jene Erinnerung folgen. Folgen wir nämlich der Erinnerung, sind wir schon wieder draußen. Haben wir schon wieder vergessen. Buddha. Wir wollen einspitzig werden. Eine Spitze. Ein Punkt. Und das ist genau das Training von eine Spitze oder ein Punkt ist die Nasenspitze oder eine Spitze, ein Punkt ist das Wort Buddha. Nichts anderes. Buddha, Buddha, Buddha. Und wohin führt uns die Einspitzigkeit? Die Einspitzigkeit erstmal, wenn sie noch nicht so fest ist, wenn sie ca. 50% unserer Konzentration sich auf das Buddha konzentriert, führt sie schon zur Ruhe, zur Zufriedenheit, auch teilweise zur Glückseligkeit. Wir kommen dann in ein Stadium, das heißt, wir denken nicht mehr. Wir kommen in eine Welt, die wir normalerweise als Menschen überhaupt nicht kennen, eine Welt jenseits des Denkens. Und das ist eine vollkommen neue Erfahrung für die meisten Menschen.
Da passieren noch so viele Dinge. Das wird auch im Pali wird es als Upachara Samadhi und im Deutschen als angrenzende Sammlung bezeichnet. Das ist ein Stadium, wo wir endlich mal Ruhe haben. Wo keine Nöte mehr kommen, wo keine Sorgen mehr kommen, wo keine Angst hochkommt. Wo wir einfach zufrieden sind. Oder einfach ganz ruhig sind. Oder einfach ganz still sind. Und im Grunde genommen, die Anleitung ist so einfach. Wir dürfen das Buddha nicht verlieren. Lumpur Man hat zum Beispiel zu Leuten, die, wie heißen Tribes auf Deutsch? Stämme. Zu Stämmen in der Nähe von Chiang Mai, ne, die, man muss ja nicht intellektuell sein. Dann hat er einen kleinen Trick angewendet. Ne? Die wussten nicht, was buddhistisch, die wussten schon, na, buddhistischen Mönchen muss man was in die Schale geben, aber mehr haben sie auch nicht gemacht. Ne? Und Lumpur Man ist dann halt immer den ganzen Tag auf und ab gelaufen. Ne? Auf und ab gelaufen. Und am Anfang haben die Leute gesagt, was macht der komisch? Ist das vielleicht ein Tiger, der uns auffressen will? Ne? Er ist immer weitergelaufen. Tag auf Tag ab. Ne? Und ganze Nacht durch, ne? Immer auf und ab gelaufen. Und irgendwann haben sie gedacht, das kann kein Tiger sein, der uns fressen will. Was macht der da eigentlich? Ne? Und darauf wollte er nämlich hinaus. Buddhismus ist etwas, was unser Interesse, unser Eigeninteresse braucht. Ne? Ohne Interesse fragt man nicht nach. Ohne Interesse werden wir uns nicht hinsetzen, uns irgendwie zu praktizieren. Deswegen kann das gar nicht funktionieren, dass Buddhismus nach außen geht. Buddhismus muss sein und die Leute anziehen. Wenn die kein Interesse haben, dann können wir denen sagen, was sie wollen. Das können sie glauben oder nicht. Ne? Wenn die Leute kommen, aus welchen Gründen auch immer, und haben Interesse, dann haben sie ein Stück Eigenbereitschaft, etwas zu tun. Die meisten haben ja Dukkha, und wenn sie hören, da gibt's einen Weg, aus dem Dukkha zu kommen, dann können wir das ja mal versuchen. Ob sie dabei bleiben oder nicht, das ist dann auch ihre Angelegenheit. So, also, Lumpur Man, um wieder zurückzukommen, Lumpur Man hat den dann, irgendwann haben sie mal gefragt, was er denn da macht, ob er was verloren hat. Und dann sagt er, ja, ich habe was verloren. Ich habe einen Buddha verloren. Können wir dabei helfen, das zu suchen? Ja, natürlich können wir dabei helfen, das zu suchen. Und was müssen wir da machen? Ja, Buddha. Buddha, 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 Buddha. Ihr müsst ständig repetieren im Geist. Buddha, 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 Buddha. Und das dürft ihr nicht verlieren. Und dann kommt er dann zum wahren Buddha. Und eine überraschenderweise nach einem Monat, ne, einige dieser Leute, ne, kamen zu dem Chitta. Und das ist nämlich genau der Weg, der zu unserem Chitta führt. Ne? Der durch das Avicca durchbricht und uns zu dem Chitta führt. Und das ist so leuchtend und klar und die waren alle, ja, die haben gestrahlt. Das sieht man den Menschen an, wenn sie dann mal bei ihrem Chitta gewesen sind. Das können sie nämlich gar nicht mehr verbergen. Das ist so strahlend und so leuchtend und das ist so beeindruckend, dass man dieses Erlebnis in diesem Leben nicht mehr vergisst. Aber das ist dann natürlich die zweite Stufe des Samadhis, das ist nämlich das tiefe Samadhi. Und das ist ein bisschen schwieriger zu erreichen, dann braucht man ein bisschen Geduld. Die erste Stufe des Upachara Samadhi, die angrenzende Sammlung, das ist relativ einfach. Da brauchen wir uns wirklich nur konzentriert hinzusetzen und entschlossen hinzusetzen und keinen Gedanken zuzulassen, sondern jeden Gedanken oder jede Erinnerung, die kommt, sofort mit Buddha zu ersetzen. Sei es jetzt ein Gefühl oder sei es eine Erinnerung oder sei es ein Gedanke, sofort mit Buddha zu ersetzen. So lange, bis wir in einem Zustand landen, wo keine Gedanken mehr hochkommen. Und das, was in meisten unserer Fälle passiert, wir haben ständig Gedanken. Die hören gar nicht mehr auf. Und dann lernen wir, wenn wir in diesem Zustand sind, sind wir, wie man so schön sagt, in einem Safe Haven. Das ist in einem sicheren Ort, an einem sicheren Ort. Das ist so, wie wenn wir im Regen und Donner und Blitz stehen oder im Hagel, was ja ein paar Tagen gewesen ist. Lass mal da in ein Glashaus gehen, wir sehen zwar den Hagel noch, wir sehen den Blitz noch und den Donner noch, aber uns kann nichts mehr passieren. Wir sind an einem sicheren Ort. Und das ist nichts anderes als diese angrenzende Sammlung. Es ist ein sicherer Ort, wo wir uns für eine Weile zurückziehen können und danach kommen wir erfrischt raus. Das ist immer ein Anzeichen des Samadhis.
Jedes Mal, wenn wir aus dem Samadhi rauskommen, sei es jetzt das Tiefe oder sei es auch nur das Upachara Samadhi, sind wir erfrischt. So als ob wir gerade geschlafen hätten. So richtig ausgeruht, erfrischt und energiereich. Weil wir uns nämlich konzentriert haben. Wir kennen das ja alles aus der Physik, wenn wir eine Lupe unter die Sonne halten, dann werden die Strahlen konzentriert. Und was können die Strahlen alles machen? Wenn wir keine Lupe haben, ist einfach nur Wärme. Tun wir die unter eine Lupe, dann können wir alles schön durchbrennen. Und genau das ist die Power des Geistes. Er fängt dann an, durch die Kilesas durchzubrennen. Die haben dann keine Chance gegen diese Art von Konzentration. Die müssen weich beigehen, werden weggeschmolzen. Jedenfalls für diese Zeit. Und wir landen dann an einem Zustand, und wenn ihr da länger mal drin gewesen seid in diesem Upachara Samadhi, dann werdet ihr merken, dass unsere ganzen Sorgen, eure ganzen täglichen Sorgen, eure ganzen Nöte, eure ganzen Leiden nur aufgrund von Gedanken und Erinnerungen entstehen. Selbst in diesem Zustand seid ihr nicht mehr alleine. Weil nicht mal der Gedanke hochkommt, ich bin so allein. Oder ich bin verlassen. Kann ja nicht mehr hochkommen. Und deswegen fühlen wir uns auch in diesem Zustand nicht mehr allein. Sondern wir sind eins mit der Natur. Wir sind eins mit dieser Erfahrung, die uns umgibt. Und es ist noch voll. Im Upachara Samadhi ist es noch ziemlich voll. Es gibt so viele Upachara Samadhi Erfahrungen, wie es auch Daseinsebenen oder wie es auch Phänomene in dieser Welt gibt. Man kann da nicht sagen, das eine ist das und das andere ist das. Ne? Eins hat es immer gemeinsam, wenn wir reinkommen, fühlen wir uns am sicheren ab. Das zweite, wenn wir rauskommen, fühlen wir uns erfrischt. So. Wenn wir das jetzt mal genossen haben für eine Weile, bei dem einen ist es extreme Glückseligkeit, da fangen die Tränen zu laufen an, weil er so was Schönes noch nie in seinem Leben gehabt hat. Kann sein. Beim anderen ist nur Freude, beim anderen ist nur Zufriedenheit und bei dem anderen ist es so verkopft, eine ganz, ganz tiefe Stille. Alles sehr, sehr angenehme Gefühle. Und da ist ja dagegen nichts einzuwenden, uns mal etwas zu bemühen, ohne Geld auszugeben, um etwas Angenehmes zu erleben. Weil wir machen ja im Grunde genommen unser ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, Geld zu verdienen, um angenehme Dinge zu erleben. Mehr oder weniger. Und dabei haben wir ganz vergessen, dass das angenehme Gefühl in unserem eigenen Herzen entsteht. Wir können mit Geld das eigene Herz nicht kaufen. Wir versuchen immer den Projektionen zu folgen, die uns sagen, das ist so wie ein kleines Männchen, die Kilesa ist wie ein kleines Männchen, bei den Frauen sind es Männchen, bei den Männern sind es Weibchen, die da immer uns einflüstern, das müssen wir haben, das müssen wir haben, jenes müssen wir haben, um glücklich zu werden. Und folgen wir dem nach, dann folgen wir danach wie in einer Seifenblase. In dem Moment, wo wir es haben, greifen wir, ups, weg, kommen die Nächsten. Das war aber nicht richtig, dann musst du es so machen. Nächste. Rennen wir wieder nach. Und rennen wir wieder nach. Und den ganzen Tag rennen wir diesen Dingen, diesen Projektionen nach. Oder diesen Geflüstern. Das geht doch ständig an. Ist jetzt im Fußballspiel, ihr seht genau, was auf dem Fußballfeld abläuft. Aber ständig habt ihr den Kommentator im Ohr, der euch noch erzählt, was da jetzt eigentlich abläuft. Habt ihr denn keine Augen im Kopf, dass ihr das nicht selber seht? Warum brauchen wir diesen Kommentator? Wir sitzen doch und sehen doch alles. Genauso in unserem Leben. Warum brauchen wir diesen Kommentator, der uns ständig erzählt, das ist jetzt dran, das ist jetzt dran, das ist gut, das ist schlecht, das möchte ich aber nicht oder das möchte ich und so weiter. Das ist nicht da, das ist doch ständig da. Das muss ich jetzt machen, das muss ich nicht machen, das mag ich nicht, das will ich. Wenn wir die Augen zumachen und einfach mal fühlen, ist doch alles da. Die Erfahrung ist doch immer da. Aufgrund dieser Erfahrung kommen die Kilesas so, das ist nämlich nichts anderes als die Kommentare, und sagen uns, was jetzt passiert.
Als ob man blind wäre. Als ob man das nicht selber sehen würde. Als ob man das nicht selber erfahren hätte. Wir haben es doch erfahren. Warum braucht man jetzt noch die nennen das manchmal so witzigerweise das KBC, Kilesas Broadcasting Company. Ne? Warum braucht man dieses Radio? Das ist ein ständiger Zelt, was wir erfahren haben, wie gut es war, was wir erfahren haben, wie schlecht es war, was wir erfahren haben, ob wir das jetzt ändern müssen oder nicht ändern müssen. Wir haben doch das erfahren. Das Kind, das mit der Hand ins Feuer greift, das weiß doch, wie das Feuer ist. Das braucht doch nicht gesagt bekommen, ob das Feuer heiß ist oder verbrennt ist. Das hat doch die Erfahrung schon gemacht. Und auf diese Erfahrungen wollen wir uns mal versuchen konzentrieren. Und das ist das ganze KPC mal rausschmeißen. Ja? Diese ganze Radiostation, die 24 Stunden eingestellt ist, mal aufschauen. Und das kann man als erstes, wenn man die Samadhi-Übung macht, dann kann man den mal ausstellen und dann denkt man, oh Gott sei Dank, jetzt ist endlich mal Ruhe. Jetzt ist mal Ruhe im Karton für eine Weile. Ne? Und gerade weil da keine Ruhe ist, haben wir auch keine Sorgen, keine Nöte und keine Ängste und keine Fürchte. Wovor sollen wir uns denn fürchten? Wenn die Kleser sind in diesem Moment nicht fähig, uns irgendwie zu beeinflussen. Sie sind nicht fähig, da irgendwas zu machen. Weil das ist, für uns ist es, ne? Wir haben uns zurückgezogen. Wir haben uns in einen Teil des Chittas zurückgezogen und da können die Kleser, ob sie wollen oder nicht, nicht ran. Und dann haben wir erstmal eine 5 Minuten, am Anfang sind es vielleicht nur 5 Minuten oder 10 Minuten oder eine halbe Stunde, haben wir erstmal Ruhe vor diesem. Und dann sehen wir mal den Unterschied, wenn wir zurückkommen. Da fängt es nämlich sofort wieder an. Und wenn man lange mal für ein paar Stunden draußen gewesen ist, und wenn man auch im tiefen Samadhi ist, dann denkt man, dann kommen wir zurück in den Weltkrieg. Ne? Den Weltkrieg der Kilis. Beschießen einen mit diesem und jenem und so weiter. Und da fühlt man, da zackt und da zwackt und da, und das ist nicht ungewöhnlich und so weiter. Bestimmt, ne? Also, lasst uns erstmal in diese Ruhe kommen. Lasst uns erstmal, und das ist im Grunde genommen, hängt es nur an unserer Entschlossenheit. Nicht einem Gedanken nachzugehen und nicht eine Erinnerung nachzugehen. Sondern jede Erinnerung, sofort sie kommt, sofort mit Buddha zu ersetzen. Und es dauert dann gar nicht lange, bis man da in dem Upachara Samadhi drin ist. Es liegt nur daran, diese Entschlossenheit zu haben, immer wieder zurückzuziehen, immer wieder den Geist auszurichten auf den einen Punkt. Sind wir dann mal im Upachara Samadhi drin, haben wir das mal genossen für eine Weile, dann können wir weitergehen. Dann konzentrieren wir uns weiter auf den Atem, waren wir bei Anapanasati, oder auf das Buddha, so lange, bis der Geist sich vollkommen zusammenzieht. Der wird nämlich dann einspitzig. Und das Interessante bei einem einspitzigen Geist, wenn er auf einen Punkt zusammenfährt, dann gibt es keine 2 Punkte. Also muss das Universum aufhören, zu existieren. Weil ein Punkt ist ein Punkt. Und derjenige, der das Universum, derjenige, der weiß, dass es ein Universum gibt, verschmilzt zusammen zu einem Punkt. Und das, was übrig bleibt, ist das, was im Grunde genommen dann der Mahabodha, das ist die Vorschau auf Nibbana. Da sehen wir oder erleben wir zum ersten Mal, was ist Nibbana, wenn alles aufhört zu existieren. Aber es ist noch was da. Und genau das ist das Chitta. Genau das ist das Chitta, das ist das, was da ist. Was schon immer da gewesen ist und was noch immer da sein wird. Weil das kein Sterben kann und kein Entstehen kann. Das ist genau das Chitta. Alles andere kann sterben und das sehen wir und dieses Erlebnis machen wir bei dem tiefen Samadhi, dass alles andere, inklusive, zuerst geht der Körper weg. Das kann sein, dass es langsam geht, dann verschwinden die Beine aus unserem Bewusstsein, dann verschwindet der Oberkörper, dann verschwindet er bis dahin und zum Schluss ist der Kopf auch weg, dann sind die Gefühle weg, dann ist das verschwindetes Universum und wir rauschen praktisch quasi wie in ein tiefes Brunnen. Ne? Und zum Schluss ist da gar nichts. Außer, was man beschreiben kann als das klare Wissen. Wir wissen, aber wir wissen nicht über Objekte. Weil Einspitzigkeit ist das Wissen selber. Das ist die Natur unseres Chittas. Das ist das Einzige, was weiß.
Deswegen wissen wir nämlich, dass man Gedanken hat. Aus diesem Grunde wissen wir, dass wir eine Erfahrung haben. Aus diesem Grunde wissen wir, dass wir ein Gefühl haben. Aus diesem Grunde wissen wir, dass wir eine Erinnerung haben. Weil die Erinnerung selber weiß nicht, dass eine Erinnerung ist, oder? Der Gedanke weiß nicht, dass es ein Gedanke ist. Ein Gefühl weiß nicht, dass es ein Gefühl ist. Und das Gefühl weiß auch nicht, dass es angenehm ist oder unangenehm ist. Das Gefühl ist nämlich noch. Unsere, die fünf Kandas, die uns, unser Selbst bilden. Die Gruppe des Körpers, die Gruppe des Gefühles, die Gruppe des, der Assoziationen und des, der Erinnerung, die Gruppe des Denkens und die Gruppe des Bewusstseins. Die machen uns, wie wir sind. Und es gibt nichts, was ihr denkt, was ich ist, was nicht in eine dieser Gruppen gehört. Was nicht in eine dieser Gruppen gehört. Weil mit diesen fünf Gruppen identifizieren wir. Und mit der Gruppe des Körpers identifizieren wir natürlich uns am meisten. Wir schauen nämlich jeden Tag in den Spiegel und sagen, oh ja, gut. Oder nicht so gut. Und dann muss ich halt ein bisschen Make-up drauf machen. Und dann geht es vielleicht wieder besser für die Frau. Und die Männer müssen vielleicht ein bisschen Parfüm heutzutage nehmen und dann geht es vielleicht auch wieder besser. Oder ihre Glatze überdenken. Was auch immer, ne? Jeder hat, jedes Geschlecht hat seine eigenen Probleme. Aber wenn wir in den Spiegel schauen, dann sehen wir uns. Ne? Sagen, denkt man doch so. Was wir sehen, ist die Hülle des Körpers. Und die hat sich auch in den letzten 20 Jahren verändert, oder? Ja. Und die wird sich in den nächsten 20 Jahren ganz schön verändern. Aber das hat nichts mit unserem Selbst zu tun. Weil wir wissen über den Körper, wir wissen auch über die Sinnesempfindungen des Körpers, die können nämlich dazu, das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken, das Fühlen, Tasten und Denken. Ne? So, sechs Sinne. Und dafür leben wir. Für das Sehen. Was wollen wir denn noch alles sehen? Ne? Was wollen wir denn noch alles hören? Was wollen wir denn noch alles riechen? Das haben wir noch nicht gerochen, das müssen wir jetzt unbedingt riechen. Ne? Das Parfüm ist neu. Oder die Blumen, ne? Oder was auch immer. Und schmecken, ne? Vor allem bei Thais ist es, ne? Das muss ich noch kosten, das muss ich noch kosten, das muss ich noch kosten. Das habe ich noch nicht probiert, das muss ich noch. Und wenn sie alle Thai-Küche schon probiert haben, dann müssen sie die Vorrangküche probieren, ne? Das Schmecken, beim Essen geht es ja uns nur ums Schmecken, ne? Es geht uns überhaupt nicht um unseren Körper. Es interessiert uns überhaupt nicht, wie der Magen drauf reagiert, ne? Ob der das nun mag oder nicht, ne? Ob der das nun verdauen kann oder nicht, das interessiert uns einen Dreck. Es geht uns nur, was da auf die Zunge, auf diese paar Sinnesempfindungen auf die Zunge geht, ne? Das schmeckt gut, ne? Das ist sauer, das ist süß, das ist eine Kombination aus sauer, süß oder fettig oder salzig oder was auch immer, oder bitter. Im Mund ist es im Gori, ist das Gefühl weg. Und dann ist es 24 Stunden bis 36 Stunden im Magen. Da ist kein Gefühl, ob das gut schmeckt oder schlecht schmeckt. Nein, da ist ein Gefühl, ob du was richtig gegessen hast oder was falsch gegessen hast. Aber das Gefühl von gut schmecken oder Salz oder sauer oder Füße ist, das ist nicht mehr da. Und wir essen nur aus einem Grunde. Da ist ja nichts dagegen zu sagen. Man muss es nur mal wissen. Weil es uns da schmeckt. Und deswegen essen wir viel, weil es uns gut schmeckt, essen wir mehr. Und deswegen hat der Magen, dann ist er dann so voll und hat dann Probleme. Das ist doch klar. Am Anfang müssen wir einfach mal nur die Dinge so wissen, wie wir reagieren und was wir machen. So, jetzt zum Apanasamadina. Das ist natürlich dieser Übergang zum Nichtdenken. Aber wir werden langsam merken, wie der Geist sich konzentriert. Und je mehr er sich konzentriert, umso weniger kann er natürlich aufnehmen von seiner Umwelt. Weil der Geist muss ja ständig rumrennen und uns erzählen, was draußen an den Sinnesenden da ständig passiert. Wenn wir ihm jetzt die Konzentrationsobjekte alle wegnehmen, indem wir versuchen, sie zu zentrieren auf einen Punkt, und es ist das Buddha oder es ist die Nasenspitze, dann hat er natürlich nicht mehr die Zeit, um die Informationen, die da außen anliegen, abzuholen. Oder ganz klar. Und wenn er dann nur noch auf einen Punkt fixiert ist, dann hat er überhaupt keine Informationen mehr, was in dem ganzen Universum passiert. Da kann dann jemand hinkommen
und uns die Füße oder die Beine abschneiden oder uns den Kopf absägen, das kriegen wir gar nicht mit. Weil wir nämlich gar nicht mehr da sind. Wir sind nicht mehr in der Welt. Wir sind nicht mehr in dem Universum. Wir sind nicht mehr in dieser konventionellen Realität, in der alles aus Materie besteht. Weil das Chitta ist nicht aus Materie. Das besteht nicht aus Materie, deswegen werden wir das auch mit dem feinsten physikalischen Apparatur nie finden können. Es ist nämlich nichts von dieser Welt. Und deswegen können wir das auch nicht finden. Aber wir können es kennenlernen. Wir können es erfahren. Und das ist der ganze Punkt. Wir wollen es mal erfahren, wie das ist, ne? Erstmal das Upachara Samadhi, das wird uns vieles erläutern. Vieles über unser ganzes Leben, ne? Das wird es alles mehr oder weniger, wenn wir danach die Einsicht benutzen, zeigen, dass unsere ganzen Sorgen und Nöte im Vollkommen unnützen. Dass unsere ganze Angst, dass wir alleine sind, im Grunde genommen vollkommen unnützen. Wir brauchen nämlich nur wir brauchen uns nur konzentrieren, um das Upachara Samadhi hineinzugehen, und dann ist die Angst weg. Die existiert nicht mehr. Die ganzen Nöte, die ganzen Sorgen sind weg. Und wir sind einfach nur zufrieden. Und das ist, man überlegt sich, die Menschen, die rennen halt der Zufriedenheit oder dem Glück nach. Und dabei ist es so nah. Es ist da drin. Alle Sorgen sind da aufgehoben, alle Nöte sind da aufgehoben, alle Furcht und alle Angst, selbst die Angst vom Tod ist da aufgehoben. Weil wir sind nämlich eins. Wir hören nämlich wir haben mal das Radio abgeschaltet. Das ständige 24-Stunden-Radio, das uns erzählt, was wir zu tun haben, was wir nicht zu tun haben, was wir unbedingt machen müssen, was wir nicht machen müssen, hören wir mal auf. Wir haben Ruhe vor dem Tyrann. Mit anderen Worten. Ist das nicht wunderschön? Wenn man da ab und zu mal am Tag abschalten kann? Wenn man sich da mal hinsetzen kann und das Ganze mal aufhören kann? Das ist der erste Schritt. Ne? Aber das ist auch für die meisten Menschen fällt es dieser Schritt so schwierig, weil sie einfach nicht von ihren Gedanken loslassen wollen. Aber es ist einfach ein Schritt, der, wenn wir jetzt den buddhistischen Weg, am Anfang haben wir vom Leiden gesprochen, das ist die erste edle Wahrheit, und jetzt habe ich mich gerade um die vierte edle Wahrheit, nämlich der Weg, der zum Enden des Dukkhas führt, gesprochen. Und da habe ich jetzt das Samadhi erwähnt. Das ist ein Teil dieses Pfades. Sila ist natürlich auch ein ganz extrem wichtiger Teil, die fünf Tugendregeln. Die fünf Tugendregeln, keinem Lebewesen Leid zuzufügen, nichts zu nehmen, was ihm nicht gegeben worden ist, keine Lügen, keine falsche Rede, keine harten Rede, ne? Alles diese Dinge zu unterlassen. Keinen sexuellen Missbrauch, also hat man einen Partner, dann bleibt man bei dem Partner und schaut nicht nach irgendwas anderem. Das ist sexueller Missbrauch, oder sexueller Missbrauch ist auch andere, also das andere Geschlecht aufgrund seiner Position, aufgrund seines Machtes oder Geldes zu benutzen. Für seine eigene sexuelle Befriedigung. Das ist auch sexueller Missbrauch. Tiere natürlich gehört auch zu sexuellem Missbrauch. Und dann, wenn man sich die Welt anschaut, dann ist das Nummer eins der Vergehen. Sexueller Missbrauch. In allen Formen. Und es ist bei uns heute, wird es sogar noch teilweise legalisiert. Aber was dem Recht, was dem Gesetz nach legal heißt, heißt noch lange nicht, dass es dem Dhamma-Prinzip folgt. Und das ist sexueller Missbrauch. Und dann das fünfte, Alkohol und keine Drogen, die unsere Achtsamkeit wegnehmen. Alles, was unsere Achtsamkeit einschränkt, alles, was unser Gewahrsam einschränkt, ist, was als Drogen und Alkohol bezeichnet wird. Egal, ob das Ecstasy ist oder Ecstasy oder was auch immer, wie die auch immer heißen, oder ob das Heroin ist oder Morphium oder Alkohol. Alles. Wir sind ja da weg. Wir wissen ja doch gar nicht mehr, was wir machen. Wir sagen Dinge, die wir sonst überhaupt nicht sagen würden, wo wir nachher, wenn wir noch einigermaßen Gewissen haben, uns darüber das bereuen, dass wir was gesagt haben.
Und aus diesem, das ist der ganz einfache Grund, dass wir eben nichts tun, was wir nachher bereuen. Kein Alkohol und keine Drogen. So, das ist der zweite. Das ist die zweite Säule. Die uns am meisten, das fällt einigen Menschen schwer, andere Menschen haben damit weniger Probleme. Ne? Die einfach vom Grund auf oder von der Familie her oder von einfach vom Charakter her schon diese Sachen nicht gemacht haben. Ne? Oder wussten, dass sie schlecht sind und versucht haben, nicht zu machen. Es ist ja immer diese Gebote, ne? Wenn man sagt, ne? Das sind ja keine Gebote in dem Sinn, im christlichen Sinne, du sollst nicht, sondern es sind Gebote, die heißen, ich übe mich darin, dieses zu unterlassen. Ich übe mich darin, keinem Lebewesen Leid zuzufügen. Der arme Buddha wusste, dass das nicht von heute auf morgen geht. Also übe ich mich darin. Es ist eine Übungsregel. Ich übe mich, nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben worden ist. Ist auch nicht manchmal so ganz einfach, gerade wenn man das will. Ne? Oder auch harte Rede, wie schnell läuft das in der Partnerschaft ab, dass man was sagt, was man später dann bereut. So, also Übungsregel. Manchen fällt es weniger schwer, anderen fällt es schwerer. Denen schwerer fällt, die müssen halt mehr üben darin. Ne? Samadhi ist die zweite Säule von dem Weg, der zum Ende alles Dukkhas führt. Da habe ich ja gerade eben in großer Eindrücklichkeit und mit großem Emphasis Betonung erwähnt. Der letzte Teil, den erwähne ich nur, ist die Weisheit. Die Weisheit gehört dazu oder dient dazu, die Fesseln, die uns an die ständige Wiedergeburt binden, zu durchschneiden. Und nur die Weisheit kann die durchschneiden. Aber ohne die Unterstützung von Samadhi und Sila funktioniert Weisheit. Sie kann nicht funktionieren. Es ist ein Weg, der zum Ende von Dukkha führt. Und dieser Weg besteht aus drei Säulen. Da kann man nicht irgendwo rausnehmen, das, was man braucht oder was man denkt, sondern man muss alle drei Säulen üben und praktizieren. Ist die Säule von Weisheit zu schwach, muss man die Säule von Weisheit hochziehen. Es ist wie wenn man ein Haus baut. Baut man das auf einer Säule auf, dann wackelt es. Das stürzt dann. Baut man das auf zwei Säulen, stürzt es immer noch ab, ist es noch sehr wackelig. Baut man das auf drei Säulen, dann kann man das bis ins Nibbana ziehen. Einfach hochziehen. Das Samadhi unterstützt ganz automatisch die Achtsamkeit auf unserer Seele und die Schärfe unserer Weisheit. Die Weisheit unterstützt oder zeigt uns ganz klar, wo wir im Samadhi fehlgehen oder wo wir in unserer Sila, in unserer Tugend fehlgehen. Und die Sila denkt ja nicht, dass sie nicht notwendig ist zum Praktizieren. Wenn wir keine Sila haben, können wir gar nicht erstmal in Samadhi, weil unser schlechtes Wissen ständig hochkommt. Kommen wir gar nicht hin. Ohne genug Sila kommen wir auch nicht. Also das eine stützt das andere, unterstützt das andere. Du kannst nicht einfach, wenn manche Menschen glauben, und in Amerika oder vielleicht auch in Europa, das weiß ich nicht, in Amerika gibt es so die Vorstellung, dass man, Panya, Weisheit. Aber was ist Weisheit? Weisheit hat nichts mit Denken und Erinnern zu tun. Weisheit ist nämlich was von innen herauskommt. Wenn wir kein Samadhi haben, kommen wir doch gar nicht erstmal rein. Und wenn wir nicht reinkommen, können wir nichts sehen. Sind wir nämlich immer noch geblendet. Wenn wir nämlich an der Schicht von Avijja abprallen, naja, dann ist es keine Weisheit, sondern dann ist es einfach nur kluges Denken. Und man weiß, man kennt die Lehre, man hält sich an die Lehre und sagt, das und das. Und es ist nichts anderes als Schlussfolgerung. Aber Schlussfolgerung ist halt einfach nur Wissen oder erzeugtes Wissen oder neues Wissen, aber hat nichts mit Weisheit zu tun. Weisheit kommt durch Einsicht, durch Einsehen. Einsehen in die wahre Natur der Dinge. Da entsteht die Weisheit.
Und da ist auch ein großes Problem bei der Weisheitsuntersuchung. Was wir nämlich untersuchen müssen, sind die fünf Gruppen, aus denen wir bestehen. Die fünf Gruppen, aus denen wir bestehen, wie ich vorhin erwähnt habe. Erstmal der Körper, das ist die Hauptgruppe. Und die ersten Jahre habe ich nichts anderes gemacht, als ich ins Kloster von Tanatamahabur gegangen bin. 6 Jahre habe ich nur Körper untersucht. Körper. Morgen bis abend. Solange bis ich verstanden habe, was der Körper ist. Und dann, zusammen mit dem Körper, untersucht man natürlich körperliche Gefühle, solche schönen, angenehmen Gefühle wie Schmerz, der beim Sitzen hochkommt, wenn man zum Beispiel mal 3 oder 4 oder 5 oder 6 Stunden sitzt, dann kommen nämlich extreme Schmerzen hoch und dann fängt man ja an zu untersuchen, was ist denn Schmerz. Wenn es dann plötzlich mal kalt wird, dann fängt man an zu untersuchen, was ist denn eigentlich Kälte. Und wenn es dann heiß wird, dann untersucht man, was ist denn eigentlich Hitze. Das sind nämlich alles mit dem Körper verbunden. Körper spürt Kälte, Körper empfindet Kälte, Körper empfindet Hitze und Schmerz. Und das sind erstmal die 3 Haupthindernisse, die wir haben. Ne? Und da wird der Körper untersucht von oben bis unten, da wird er ins Detail genommen und so weiter. Und die Einsichten oder die Weisheit entsteht durch diese Untersuchung. Und unsere Gedanken und unsere Erinnerung hilft nur daran, die richtigen Fragen zu stellen für die Untersuchung, um so loszumachen. Ne? Aber ich will jetzt da nicht in die Tiefe gehen, weil das kann nämlich dann auch verwirren. So, also Weisheit ist nicht Wissen, Weisheit muss entwickelt werden. Aber ohne Samadhi, ohne Sila, brauchen wir gar nicht mit der Weisheitsuntersuchung anzufangen, weil das ist einfach nur Denken und Erinnern und neue Schlussfolgerungen ziehen. Und die finde ich, das sind keine Weisheit, sondern das ist nur ein erweitertes Wissen. So, und da ich nun am Ende der Erklärung angekommen habe, jetzt könnt ihr gerne Fragen stellen. Wenn ihr noch überhaupt noch Fragen habt.